Guten Morgen. Wie schön kann ein Morgen sein? Guten Morgen, Chaos. Ich räume gerade meine Daily-Schublade auf. Ich habe jetzt hier alles aussortiert, was ich nicht brauche. Foundations raussortiert. Ich habe schon Mascaras weggeräumt und was habe ich noch weggeräumt? Concealer habe ich weggeräumt. Ich habe Produkte weggeschmissen, die leer waren, von denen ich mich nicht so schnell trennen kann. Kennt ihr das, wenn ihr so Lieblingsprodukte habt, die leer gehen? Das bricht doch einem das Herz. Jetzt mache ich nur noch hier die Paletten. Gucke ich mal, welche Paletten ich jetzt noch brauche und welche ich jetzt mal weglege und neue hier reinlege, weil ich benutze sonst jeden Tag wirklich diese Schublade und es ist dann nur für Videos hole ich dann die anderen Produkte raus und es ist sehr, sehr schade, dass das nicht einmal in der Woche oder einmal in 10 Tagen die Farben wenigstens der Lippen und der Augen ausgetauscht wird. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Tom Ford Palette. Finde ich für den Herbst sehr schön. Also die werde ich zum Beispiel nicht weglegen. Das ist so ein Highlighter von Smashbox. Den habe ich schon viele Jahre. Ey, der geht auch nicht leer. Dann habe ich das Sculpting Duo. Das lege ich auf gar keinen Fall weg, weil das benutze ich fast jeden Tag. Das finde ich sehr gut. Ich habe von Dior hier die neueste Lidschattenpalette. Ich habe die noch nicht mal angefangen zu benutzen. Ich glaube, ich habe nur den mittleren Ton bis jetzt benutzt, weil ich hier sind einfach so viele, dass ich das nicht so richtig checke. Dann die neue von Charlotte Tilbury. Ihr seht, habe ich die auch schon benutzt. Dann haben wir meine Bridal Eyes. Ich kann hier auf jeden Fall bleiben. Dann haben wir hier von NARS eine Blush-Palette. Auch einmal runter zum Blush, weil der Blush ist einfach nur eine Etage drunter. Und dann haben wir noch Highlight and Sculpt von Charlotte Tilbury. Mag ich tatsächlich auch super, super gerne. Für mich geht es jetzt zu einer Massage, Leute. Ich freue mich so sehr. Die ist um 8.30 Uhr. Ich brauche nur 5 Minuten dahin. Und ja, deswegen habe ich mir das ungesundeste, schnellste gemacht, was geht. Aber ich habe so einen Hunger, weil ich früher wach war. Und ja, frühstücke dann danach ordentlich. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben jetzt kurz vor 10. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt gerade aufgewacht. Aber ich hatte um 8:30 eine Massage, wie ich gerade erzählt habe. Und sie war wahrscheinlich die beste meines Lebens. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe direkt für meinen Mann heute Abend um 19 Uhr die nächste Massage, also für ihn die Massage gebucht. Ich bin da hingegangen, weil die Tante von meinem Mann meinte, sie ist dorthin gegangen. Die hat nämlich Rheuma und die hat immer sehr viel Wassereinlagerung durch die Medikamente und in ihrem Körper. Und ich habe auch über Wasser in meinem Körper geklagt. Teilweise konnte ich meinen Ring nicht mehr ausziehen und so. Und habe mich so richtig überschwemmt gefühlt. Und ja, dann hat sie mir gesagt, geh unbedingt dahin. Dann habe ich das auch getan. Und die Frau meinte auch, du hast viel Wasser im Körper, heute viel, viel trinken. Du wirst heute ganz viel auf Toilette gehen müssen, Pipi machen müssen. Genau, und in 10 Tagen gehe ich da wieder hin. Ich würde am liebsten jeden verdammten Tag dahin gehen. Das war... Sie hat auch den Kopf massiert. Sie hat so Sachen gemacht, die ich voll vermisse bei anderen. Also zum Beispiel den Kopf zu massieren und zum Beispiel auch die Ohren so ein bisschen zu massieren. Das muss ja jetzt nicht so super lang sein, aber ich habe mich einfach, mein ganzer Körper hat sich so entspannt und so, ja, es war einfach ein Traum. Jetzt habe ich mir gerade eine Brezel geholt. Irgendwie habe ich Lust gehabt auf eine Brezel. Und ich glaube, dass ich jetzt Frühstück kriege. Let's hope so. Ein schöner, sonniger Tag. Wir haben 15 Grad. Ich mag das ja ganz gerne, so ein Herbst. Finde ich ja so schön. Ich könnte einfach schlafen gehen. Das war ein Traum, wirklich. Ich könnte jetzt direkt einschlafen gehen. Ich bin auch froh, dass seine Massage erst um 7 heute ist. Dann kann er sich danach auf die Couch legen. Ich bin eh mit einer Freundin verabredet. Ich weiß nicht, ob er noch was vorhat oder so. Aber der kann sich auf jeden Fall danach hinlegen, wenn er Bock hat, oder in den Whirlpool legen. Das, glaube ich, ist dann nochmal eine andere Liga. Dazu habe ich jetzt keine Zeit, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe mir übrigens einen Tee to go gemacht. Ich habe einen Chai, also einen schwarzen Tee gemacht, einen Earl Grey. Habe dann ein bisschen Milch und ein bisschen Honig reingemacht. Das mache ich im Herbst fast immer. Ihr könnt da auch Zimt oder so ein Chai oder Chai Latte Gewürz halt reinmachen, auch sehr, sehr lecker. Und ich habe auf jeden Fall vor, die Tage zu Café Bur zu gehen, weil die haben nämlich eine neue Karte. Wow. Und da trinke ich auch meinen Chai Latte. Ich sage dir. Mal bitte, ich könnte ja direkt schlafen. Man sieht es mir an. Ups, Leute, ups. Ich habe vergessen zu filmen, dass ich Frühstück bekommen habe. Mission erfolgreich. Ups, I did it again. Juhu, jetzt mal wieder Wäschetime. Super, ich habe es ins Bauhaus geschafft, noch vorm Sport. Ich habe nämlich gleich Sport und guck mich gerade um. Ich habe gerade Pampasgras noch gefunden. Und ich finde die Deko auch erstaunlich schön. Da hinten kommt die Ecke mit dem Weihnachtsmarkt hin.
Die ist schon leergeräumt, aber ich finde hier diese, zum Beispiel diese Holzschalen, zum Beispiel auf dem Esstisch, so schön. Auch die, ne? 10 Euro. Voll hübsch. Was ich auch gesehen habe, was ich auch richtig schön finde, ist dieses Pampasgras hier in Orange. Ist das nicht wunderschön? Und hier diese ganzen Vasen. Oder hier das gelbe Pampasgras, auch sehr, sehr hübsch. Ja, ich gucke mich jetzt noch bei den Kerzen um. Hier gibt es auch so LED-Kerzen und sowas alles, ne? Und hier sind die normalen. Ich finde die voll hübsch da unten. Zum Beispiel mit denen. Auch sehr gut, gefällt mir die Laterne da oben. So vor die Tür auch sehr, sehr hübsch. Oder die. Das ist die Kombi. Cool, oder? Ich bin gerade in Diskussion mit mir selbst, ob ich meine Haare waschen soll oder nicht. Ich war beim Sport gerade, habe mittelmäßig geschwitzt. Er wollte nicht so super viel Anstrengendes machen, weil er gesagt hat, du wurdest heute Morgen massiert. Eigentlich entspannt sich dein Körper gerade. Und es ist eher kontraproduktiv, danach Sport zu machen. Das wusste ich natürlich nicht. Sonst hätte ich die Termine andersrum gelegt. Aber ja, deswegen hat er nicht, er hat sehr, sehr muskelgezielt. Also, meine Arme tun mir so weh. Es tut richtig, aber ich muss gerade jetzt schon. Und mein Hintern, meine hintere Oberschenkelseite hat er heute trainiert. Aber wirklich mit so Übungen, wo man so ganz viel Gleichgewicht braucht. Als jahrelanger Turner war das okay für mich, aber es war sehr, sehr anstrengend. Und ich war heute Morgen bei der Massage und meine Haare waren so ein bisschen ölig. Sie ist nur so ein bisschen ölig halt. Ich habe sie halt gestern schon gewaschen und komplett geföhnt. Nee, das ist mir ein bisschen zu unnötig, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal einen fettigen Ansatz, also es ist völlig okay alles. Ich kann mir ein bisschen Trockenshampoo reinmachen. Ist nur so ganz leicht, sodass ich sie dann morgen dann waschen kann. Ich wollte ja morgen, wenn ich es wieder verspreche und es nicht mache, ne, dann könnt ihr mir virtuell den Zeigefinger zeigen. Ich möchte nämlich morgen streichen. Endlich dieses kleine Ding, was ich euch die ganze Zeit zeigen will, will ich einfach nur streichen. Und ich tue es einfach nicht. Ich habe heute einen Macaroni-Brokkoli-Auflauf gemacht. Den habe ich gerade gegessen. Ja, bin gerade alone at home. Ich gehe heute Abend mit einer Freundin was essen. Ich weiß allerdings noch nicht wo. So, jetzt können wir aber als allererstes mal duschen gehen. Bisschen Me-Time für mich jetzt, ne? Ich habe die Maske drauf getan. Etwa 10 Minuten geschlafen, dann kam mein Mann rein und ja, es war so laut, dass ich dann nicht mehr schlafen konnte. Immer passiert mir das. Jedes Mal, wenn ich mich hinlege, das passiert sehr selten, kommt er rein und dann ist es super laut und ich soll es einfach nicht tun. Ich habe mich jetzt umgezogen, ich werde jetzt nämlich mit einer Freundin was essen gehen und dieser Mantel wirklich, der kommt sehr, sehr häufig zum Einsatz. Ich mag den super gern. Ich habe ihn einfach mit einem Kleid kombiniert. Also du kannst echt jede Farbe damit kombinieren. Das ist so schön. Und ich werde gleich auch noch Overknees anziehen. Habe ich hier irgendwo eine Laufmasche? No. Und ja, meine Tasche nehmen. Meine Haare natürlich noch machen. Schmuck fehlt auch noch. Dann kann ich los. Ich bin schon relativ früh, aber bis ich nach Köln komme, dauert es auch eine Weile. Genau. Sonst ist heute eigentlich viel passiert, aber es war viel Rennerei und nicht so viel Mitnehmerei, sagen wir so. Irgendwie fehlt mir ein bisschen Bronzer im Gesicht, oder? Ich habe übrigens die neue Foundation von Bare Minerals drauf, ob sie neu ist oder nicht. Sie wurde mir halt zugeschickt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie neu ist, aber die ist echt gut. Ich habe die hier, The Original heißt sie sogar, mit SPF 20 Liquid Mineral Foundation in der Farbe 10. Und ich finde, sie ist... Die von It Cosmetics habe ich auch ausprobiert, aber leider ist das der falsche Ton. So wie so ein Tinted Moisturizer, aber mir fehlt so ein bisschen Bronzer. Ich muss sagen, ich habe kein Stativ. Hier steht auf einer Kerze ein bisschen tief. Ich mag immer noch sehr gerne von Too Faced die Born This Way Palette, allerdings mag ich nur den Bronzer in der Mitte. Das ist die Farbe 10 und das ist Soft Focus in der Mitte. Und ich finde, der macht so ein schönes Braun, also wirklich, der bräunt richtig, richtig schön die Haut. I like, was ist mit meinen Augen? Ich bin nicht so happy mit dem Kleid irgendwie. Ich weiß nicht warum. Irgendwie engt mich das ein bisschen ein. Oh, was mache ich jetzt? Ich habe mich umgezogen. Ich hatte echt keinen Nerv auf diesen hohen Rollkragen. Mein Gesicht ist ja breiter geworden. Und ich wollte nicht das Gesicht noch mehr drücken. Und deswegen habe ich jetzt das hier angezogen. Es nervt mich ein bisschen, dass es so super hell ist jetzt gerade. Aber naja. Das hier ist ein super altes Kleid. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal bei H&M oder so gekauft. Und das hier habe ich bei Zara gekauft. Und zwar in Madrid, glaube ich, damals. Genau. Und
Das habe ich jetzt einfach hier so drüber gezogen. Ich ziehe jetzt gleich flache schwarze Overknees noch an und kämme mir einmal die Haare. Ich weiß nicht, warum das so hell ist, wenn ich darüber zeige. Ich habe extra einen Spiegel geholt, der beleuchtet ist, damit ich euch coole Outfit-Fotos zeigen kann, sobald der Herbst da ist. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, was ich mit der Kamera mache, weil ich bin eh wirklich nicht zufrieden mit der Canon. Seit der G5X haben sie nämlich abgenommen, finde ich. Und auch die neue soll wohl nicht gut sein. Wow. Ich habe auf jeden Fall gerade das ganze Zimmer durcheinander gemacht. Ich habe es jetzt gerade wieder aufgeräumt. Muss nur noch den Bademantel wegnehmen und ja, das sehe ich ja eh gleich an. Ich bin verliebt in diese wunderschöne Lampe. Jetzt sieht man es besser, jetzt ist es nicht mehr so gelb. Ich bin so verliebt in diese Lampe. Sie ist so schön, sie passt so perfekt hier hin. Ja, finde ich richtig, richtig schön. Fehlt nur noch das, was ich hier vorhatte. Ich hatte ja hier eine Gardinenstange vor und dann so lange Leinengardinen bis auf den Boden. Und vielleicht noch so eine Stehlampe, wenn es geht, für diese Ecke da. Ja, habe aber leider nur diese eine Steckdose und noch diese eine Steckdose. Da muss ich auch noch hier dieses Loch zumachen. Die drei Sachen, ne, zwei Sachen davon muss ich nähen. Eine Strickjacke gehört nicht mir. Ja, jetzt muss ich mich nur noch für eine Tasche entscheiden. Ich glaube, ich nehme einfach... Welche nehmen wir? Welche passt noch? Beige müsste passen. So, ich habe jetzt die beige Chanel dazu angezogen. Das hier ist jetzt diese Farbpalette, die ich hier anziehe. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich wünschte, ich hätte noch ein Foto damit. Aber kann ich ja sonst morgen oder so nochmal machen. Ja. Lego. Good morning, people. Ich bin heute Morgen mit einem fetten Muskelkater aufgewacht, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt hätte, dass ich das Peloton-Bike bestellt habe. Ich bin so froh, dass ich das getan habe, weil es kommt am irgendwie Mitte Oktober. Und ich bin eigentlich so ein Typ, der relativ früh aufsteht. Relativ. Also ich könnte noch viel früher aufstehen. Ich wäre gerne in diesem 5 AM-Club. Aber wenn halt da ein Fahrrad steht, dann kann man halt vor dem Duschen mal aufs Fahrrad gehen, ne? Und ich habe eigentlich mit sowas immer ganz gute Erfahrungen gemacht und habe mir jetzt eins bestellt. Das war im Sale, die sind ja sehr, sehr, sehr teuer. Aber ich finde irgendwie, das ist schon eine Investition wert. Habe mir überlegt, eine Dior Saddlebag oder ein Peloton Bike? Ich glaube, es kommt am 12. Oktober oder so an oder am 14. irgendwas Mitte Oktober. Jetzt wollte ich mich gerade fertig machen. Wir haben nämlich einen Termin, wir geben das Auto ab. Den grauen GLC Coupé geben wir ab und ja, nächste Woche tauschen wir den ein. Wir haben so einen Leasingvertrag, dann kann man dann immer nach einer gewissen Zeit die Autos tauschen. Und ja, das wird mir sehr schwer fallen, weil ich liebe diesen Wagen so sehr. Ja, das ist it. Ich habe hier noch ein paar Sachen zu unboxen, aber tatsächlich nicht für dieses Video. Ich mache so ein Video mit so Herbst-Outfits und sowas und deswegen habe ich ein paar Sachen bestellt und bin auch gerade dabei. Ich war gerade auch auf ASOS und habe geguckt, ob es so coole Herbstkleider gibt, die ich euch empfehlen kann oder die wir halt zusammen probieren können, um zu gucken, ob sie cool sind oder nicht. Ja, gucke jetzt auch gleich nochmal bei H&M. Ich muss dringend mal diese Schränke ausmisten. Jetzt gehe ich aber erstmal frühstücken. Ja, gehe erstmal frühstücken. Kurz den Kaugummi aus meinem Mund rausgenommen. Um euch kurz zu sagen, das letzte Mal, dass ich jetzt mit diesem Auto war, es war mir eine große Ehre, ein großes Vergnügen und ich war sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses wunderschöne, wunderschöne Auto. Ich bin irgendwie traurig, dass ich das jetzt abgeben gehe. Ihr seht, ich habe mich nicht geschminkt. Ich habe einfach getrödelt heute. Einfach getrödelt. Also ich lag zu lange im Bett, um ehrlich zu sein, weil ich habe nämlich super schlecht geträumt. Ich habe einfach so geträumt, dass mein Mann halt mit seinem besten Freund nach New York zieht und mich alleine hier zurücklässt für ein Jahr. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, ich habe dich doch auch gefragt, ob wir zusammen nach New York ziehen wollen und du wolltest das nie. Und er dann so, ja, aber ich kann ihn doch nicht alleine lassen. Und ich so, ja, aber du kannst doch mich auch nicht alleine lassen. Und so bin ich heute Morgen aufgewacht, dann habe ich ihn so angeguckt, ich so, ey, du bleibst hier. Ja. Aber das war zum Beispiel immer einer meiner größten Träume. Ich habe ihm nämlich letztens, haben wir darüber geredet, wahrscheinlich war das in meinem Unterbewusstsein, habe ich ihn gefragt, ob wir, also ich habe ihn schon vor unserer Hochzeit sogar schon gefragt, ob wir irgendwann denn ein Jahr lang nach New York ziehen wollen. Weil New York für mich so eine wunderschöne, pulsierende Stadt ist, in der ich hier wirklich mein Herz gelassen habe. Und ja, er ist aber wirklich kein Typ für sowas. Hat seine Freunde und seine Familie und sein Umfeld und so ist schon ihm sehr, sehr wichtig. Für mich auch, aber ich kann halt gleich da loslassen. Ja, ich bin jetzt so ein Typ, also ich sag's euch, wenn ich Single wäre
und ich irgendwie die Möglichkeiten finde, ich würde sie finden. Ich meine, da kann man ja auch arbeiten, da kann man ja auch jobben, da kann man ja auch leben und so weiter. Klar, das Leben ist dort ein ganz anderes und auch vor allem monetär ist das super, super teuer. Aber es ist halt ein großer Traum von mir, morgens aufzuwachen, mir in Soho einen Kaffee zu holen. Naja, genug Nostalgie in diesem Auto. Ich kaufe mein Kaugummi wieder weiter. Mittlerweile sind wir wieder zu Hause. Mein Mann hat sich diese Pokerauflage für den Tisch bestellt und wir sind gerade sehr enttäuscht. Vor allem er hat sich wirklich monatelang darum gekümmert und sich so viel Mühe gegeben und das alles selbst designt und die Schrift ausgewählt und hier den Spruch ausgewählt und so weiter. Ne? Wenn die Jungs halt pokern, das ist hier... Er hat die richtigen Maße durchgegeben, aber die haben das komplett falsch gemacht. Also die haben, normalerweise sollte das Schwarze einfach hier reingelegt werden und es war eigentlich gedacht, dass es so eine dickere Matte ist. Da kam aber das hier an. Ist richtig billow gemacht, sieht nicht gut aus. Und ja, das hat auch so, das hat so Wellen. Ich weiß nicht warum, das hat so komische Wellen. Ich weiß, das sieht irgendwie seltsam aus. Also das Einzige, was ich halt richtig cool finde, ist dieses May the Flop be with you, aber... Ja, ist halt echt nicht cool. Also lasst euch nicht beirren, wenn ihr online was kauft, habt ihr ein Rückgaberecht von 2 Wochen. 2 Wochen muss das Aberhalt angekommen sein. Er hat hier angegeben Maße 1 Meter und irgendwie kam 1,7 oder so an. Also viel zu groß. Und 2,30 und es kam an. 2,40 oder so. 2,38. Halt ein bisschen doof, weil wenn man das auch wegschneidet, das schneidet ja die Schrift an den Seiten weg und es ist halt auch nichts, keine gute Quali. Das Ding will ich die ganze Zeit streichen. Dieses Ding wird gestrichen, gleich. Heute habe ich eine Hackfleisch, Möhren, Sellerie, Kartoffeln und Reissuppe gemacht. Ich hoffe, dass sie schmeckt. Allerdings, glaube ich, gehen wir heute Abend zum Asiaten essen. Ich wollte noch einen raussuchen, weil ich Bock bekommen habe auf einen Asiaten. Ich habe einfach Lust auf dieses asiatische Essen heute, weil mir so eine Followerin, da drin bist du schuld, meine Liebe, ein Foto geschickt hat von einem Asia-Restaurant, welches da Tamtam heißt. Aber ich wollte mit euch einmal kurz ins Schlafzimmer gehen, weil ich weiß gerade nicht, wo der Akkuschrauber ist und ich brauche den, um dieses Ding da abzumontieren und das zu streichen. Deswegen wollte ich einmal mein Pampasgras in die Vase machen. Ich habe dafür auch extra so einen, wie heißt es, Steckschwamm gekauft und meine Schwester hatte mir damals Pampasgras gegeben. Und ja, ich wollte euch aber noch einen kurzen Haul zeigen, was ich alles so gekauft habe. Ich habe eine Staffelei. Kennt ihr das, wenn man schon den falschen Artikel benutzt? Dann kommt man gar nicht auf das Wort. Eine Staffelei gekauft. Ich habe mir nämlich noch eine Leinwand bzw. die Keilrahmen bestellt, weil die Leinwand zu groß ist. Für hier, genau für diese Fläche, habe ich nämlich auch Strukturpaste gekauft, weil ich möchte, dass die Leinwand, das ist so weiße Strukturpaste. Ich will so, dass es so eine richtig schöne Struktur hat. Jedenfalls habe ich mir einmal diesen Pampasgras hier gekauft. Der hat gekostet im, finde ich, wirklich einen fairen Preis, weil die sind immer so teuer. Das hat man teilweise für einen Stiel. Da habe ich 5,99 € im Bauhaus geholt. Wirklich mega. Dann habe ich hier so Malerfolie geholt. Leider gab es es nur in Kombination mit diesen Tesarollen. Aber davon habe ich eigentlich noch genug, aber egal. Dann habe ich auch noch Abflussreiniger geholt, weil unser Abfluss im Badezimmer muss dringend einmal durchgespült werden. Und dann habe ich einmal noch ein Lämpchen geholt für meine Lampe oben. Da fehlt ja eine Leuchte noch. Und ich habe Farbe geholt. Ich hoffe, dass das ein schöner Ton ist. Ich habe mich für ein Altweiß entschieden und das ist von Schöner Wohn. Ich finde die Farbe von Schöner Wohn wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben damit unseren ganzen Kinoraum gestrichen und der Maler meinte auch, dass es wirklich eine gute Farbe ist. Ja, und dass man da nicht zweimal drüber gehen muss und dass man das nicht... Normalerweise schwarz stellt man sich ja schon ein bisschen tricky vor, weil ich glaube, dass man da öfter drüber gehen muss und so. Aber ja, das war jetzt nicht der Fall. Und genau, deswegen fand ich die Farbe schon damals für so eine komplizierte Farbe sehr gut. Dann ist es wahrscheinlich auch noch besser für so einfache Farben. Habe ich einmal in Seidenmatt geholt. Das ist ideal für innen, für Holz, Metall und Kunststoff. Und zwar für meinen Fensterrahmen oben im Ankleidezimmer. Da habe ich ja diesen Holzrahmen und der stört mich total. Also ich gucke da immer hin und denke mir so, wärst du weiß, wäre das so cool. Und deswegen habe ich dieses kleine Döschen hier mitgenommen. Eine Menge Kerzen. Also wirklich, ich hole jetzt nicht alle einzeln raus. Die tun wir jetzt alle einfach schon mal ins Wohnzimmer auf das Tablett. Cool, oder? Das wunderschöne Gelb. Dann einmal noch dieses tolle Orange. Und so ein Ivory-Weiß. Also so ein Eierschalen-Weiß eher. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Keller und gucken da, ob wir noch mehr Herbstdeko haben. Ich glaube nämlich schon. Ich hatte nicht so viel Herbstdeko,
Aber ich glaube schon. Und ich werde noch eine Bestellung bei IKEA durchgeben, weil ich brauche endlich Türen für hier. Also hier waren ja meine Schränke, meine Schuhe drin. Die sind ja jetzt ganz oben. Und deswegen sieht das jetzt hier so ein bisschen chaotisch alles aus. Muss das diesen Raum mal nochmal ordentlich machen. Jedenfalls brauche ich anderthalb Billigregaltüren. Finde es nämlich sehr, sehr praktisch, dass sie das jetzt so haben. Und muss auf jeden Fall einmal noch eine Tür holen. Aber ich glaube, ich habe hier noch Herbstdeko, oder? Ich habe hier ganz viele schwarze Kerzen noch. Das stelle ich immer raus auf unsere Terrasse. Die mache ich auch herbstlich. Und wir müssten hier noch so ein paar Herbstsachen eigentlich haben. Was sind die bloß? Hier. Also wirklich ganz, ganz wenige. Aber immerhin ein paar. Hier diese paar kleinen Kürbisse und so, die standen alle damals auf der Terrasse. Ich glaube, ich stelle die sogar ein paar davon in die Küche. Finde ich nämlich auch ganz schön. Weil dann gucke ich mal, was ich noch so besorgen kann an Herbstdeko. Es ist wirklich, wirklich nicht viel. Dann haben wir noch so ein Tablett. Das könnten wir vielleicht rausstellen. Ich hätte gerne noch irgendwie lieber so ein schwarzes Keramiktablett oder so. Ich hätte hier diese, wie heißen die nochmal? Genau. Irgendwas mit S. Ich habe es vergessen. Irgendwas mit S heißen die. Oder ich habe hier noch diese weißen. Ne, ich glaube, das passt hier besser, ne? Was ich aber auch habe, ist hier dieses Tablett. Aber ich glaube, das passt nicht raus. Entscheidung über Entscheidungen, die ich nicht mag. Eins kann ich auf jeden Fall sagen, ich brauche einen neuen Läufer. Das geht jetzt nicht mehr für den Herbst. Aber ich habe tatsächlich keinen. Ich habe gerade unten nochmal geguckt, ob ich einen habe. Habe ich jetzt nicht, aber deswegen werde ich den einfach nur wegnehmen. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich die schwarzen Kerzen dahin mache. Und die orangenen raus. Vielleicht kann man das so ein bisschen mixen. Ich mache das jetzt erstmal hier alles weg, damit man so ein bisschen Überblick hat, ne? Also das hier kommt in den Müll. Die sind schon alle totgebrannt und die hier sind übrig geblieben. Ich gucke jetzt gerade, ob das zueinander passt. Könnt mir gerne euren Senf dazu nochmal abgeben. Ich mache das mal eben so, wie ich denke. Tada! Ich finde es ganz schön. Es ist so ein bisschen Halloween-lastig. Aber Mai ist halt der Oktober, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Spooktober. Oh. Es ist jemand in Frontdoor. Menno. Die Pilze hatte ich im letzten Jahr für Weihnachten geholt, also für die Weihnachtsdeko. Und ja, das ist dieses Jahr aber meine Herbstdeko. Kann man ja variieren. Ich glaube, die stelle ich aber in die Küche. Da standen sie letztes Jahr auch gut. Die Kürbisse wandern auch in die Küche. Ich glaube, Schieferplatten heißen die. Wuhu! Mit den Schieferplatten zusammen. Und hier tue ich jetzt die anderen Kerzen drauf. Ich habe gerade alles schon umdekoriert und dann ist mir aufgefallen, ich habe euch gar nicht das vorher gezeigt. Also das stand hier so, da war noch Salz- und Pfefferstreuer drauf und ich werde das jetzt einmal hier komplett umdekorieren. So, das ist es nachher in der Ecke. Es ist noch ein bisschen wärmer. In der Kamera sieht es ein bisschen kühl aus, aber es ist wirklich so richtig schön warm und einladend. Ich mag diese Ecke gerade voll. Ja, ich habe hier noch so ein paar frühlingshafte Blumen. Ist nicht schlimm, ne? Aber habe hier jetzt schon mal so eine Schieferplatte hingestellt. Mir ist es auch so ein bisschen zu viel Chaos. Muss mal gucken, was ich da mache. Und das muss runter und die Deko wird jetzt auch verteilt. So, das hier draußen sieht für mich auch nicht so schön aus. Ich werde jetzt mal dieses Wasser da... Ach, das sieht auch aus, ne? Ganz schlimm. Wegkippen und die Blumen da wegschmeißen. Obwohl die Blumen echt noch gut aussehen, muss ich schon sagen. Aber ja, werde auch noch die Auflagen auf den Pool legen. Ich hasse das, wenn die so auf dem Tisch liegen einfach, weil sie irgendwie die ganze Sicht von innen versperren. Und ja, hier liegen auch noch so ein bisschen Laub rum, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache das nur weg. Ja, Jens hat es auf jeden Fall geschafft, Leute. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich werde hier irgendwie Heide holen oder so. Irgendwie so eine Pflanze, die wirklich einfach nicht kaputt geht, bis man sie wegschmeißt. Also, das ist, ja. Hier habe ich jetzt einmal das Tablett hin mit den Kerzen und so. Finde ich ganz schön. Ich finde nur hier dieses, ich muss hier irgendwie so einen Beistelltisch oder sowas finden für hier draußen, für dieses Ding hier. Das ist eigentlich ganz cool. Da macht man einfach Brennpaste rein und danach brennt das halt schön. Ich glaube, das wäre ganz cool hier so. Könnte man auch einfach da draufstellen. So, ist doch schon besser. Ja. Wir rauchen auch nicht, aber hier stehen immer Aschenbecher für die, die rauchen. Ja,
Und jetzt liegen die Auflagen da hinten und es sieht alles ordentlich aus. Es muss halt nur einmal gekehrt werden. Die Tischtennisplatte kommt erst in die Garage, wenn die Garage ein bisschen aufgeräumt wurde. Wir warten aktuell noch darauf, dass wir einen Kostenvoranschlag für das Dach bekommen vom Gartenhaus. Das ist nämlich, wie man sieht, auf der linken Seite gebrochen. Und mal gucken, wir haben zwar ein paar Dachdecker hier gehabt, aber es ist so teuer. Also es ist wirklich nicht normal. Genau, und dann wollten wir ja noch das danach dann halt streichen. Diesen Herbst muss es noch passieren. Und die Garage aufräumen. Hier, dummerweise, haben die Jungs das abgebrochen, als sie die Tür zuziehen wollten. Ja, diesen Griff, ne? Es gibt halt im Bauhaus nur weiße oder halt so Metall. Und ich kenne die Farbe hier nicht von diesem Außenteil. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Struggle. Wenn ihr so eine Idee habt, sagt Bescheid. Ja, die offene Steckdose, die hier die ganze Zeit so rumstand. Diese Kappe war nicht drauf. Die ist auch ein bisschen wackelig noch. Die versuche ich gerade zu reparieren, aber ich glaube, es ist schon mal die richtige, das richtige Teil dafür. Tada! I did it. Wir waren gerade mal so ein paar Wochen zusammen. Da macht er mich schon zum Gala-Fan. Ich bin jetzt gerade oben und suche die Lücke für, ja, die Lampe, weil ich habe ja hier nochmal eine Birne gekauft, aber, oh, ich glaube hier. Frage ist, komme ich da dran oder nicht? Machen erstmal hier die Lampe aus, ne? Und dann... Oh, das ist aber ein bisschen warm geworden hier. Oh, die werden ja richtig heiß. Ich dachte, das sind LEDs. Habe ich dafür keine LEDs gekauft, oder was? Oh, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, da muss ich morgen nochmal welche holen. Ich glaube, das ist nicht so genial bei Glas. Die beiden Kerzen nehme ich hier noch mit runter. Ich habe die nämlich mal bei H&M Home bestellt. Und ja, passen ganz gut jetzt ins Wohnzimmer. Das hier ist jetzt dieses... Oh. Das ist dieses alte Weiß für diesen Rahmen hier, diesen Holzrahmen. Jetzt nicht so attraktiv, ne? Deswegen werde ich das einfach streichen. Wow, der Himmel ist mal wieder ein Gemälde. So, die Kerzen kommen jetzt hier hin. So und so und so. Dann passt es ganz gut mit dem hier auf dem Tisch. Und ich habe hier so ein bisschen ein paar Kerzen angemacht, hier auch noch. Tada! Good morning! Ich habe mir Frühstück gemacht. Ich räume gerade die Spülmaschine ein und nutze so ein Tuch von Maisima. Und Leute, die Tücher sind so gut. Ich zeige euch das mal hier kurz. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich euch abstellen soll. So, ich habe euch jetzt hier auf ein Stativ gestellt. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, weil es einfach sehr praktisch ist, wenn ihr zum Beispiel die Sachen aus der Spülmaschine gerade rausholt und einfach hier so drüber wischt. Bitte, wie sauber auf einmal. Hallo, ich will mich nicht selbst sehen. Da seht ihr das, wie sauber das geworden ist? Auch der, dann einfach hier nur noch so mal so drüber. Tada! Ich weiß nicht, ob das sieht man ja jetzt gerade zum Beispiel. Da geht ihr einfach nur einmal so drüber. Ohne, dass ihr das irgendwie nass machen müsst oder so, ist es halt direkt sauber. Und da geht man nur einmal so drüber und dann ist es wirklich richtig gut poliert. Es ist poliert super, es trocknet auch super und was ich auch noch dazu sagen wollte ist, wenn das nass ist, das Tuch, also vom Trocknen, dann trocknet es selbst auch super schnell wieder. Ich habe die damals von der Simone bekommen, die hier vorher im Haus gewohnt hat und sie hat mir die geschenkt, weil sie meinte, mein Gott, wenn du die ausprobierst, ja, und danach habe ich mir noch ein paar selbst gekauft. Was natürlich auch super ist, ist natürlich an den Gläsern. Diese Gläser habe ich von Stötzle gekauft, auch bei Amazon, kann ich euch auch gerne verlinken, aber ich muss wirklich sagen, die sind so ein bisschen, also die zerkratzen schnell. Das mag ich nicht so gerne, deswegen würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Aber wenn ich die aus der Spülmaschine raushole, dann drehe ich die einmal hier so rein. Es ist einfach angenehmer, ist aus so einem, ja, so einem Glas zu trinken, ne? Also wirklich nur einmal so drüber gehen, ohne dass ihr irgendwie viel Aufwand habt. Genau, das ist so eine Empfehlung. Ich habe hier meine anderen Maisima-Tücher. Das war ein anderes Set, welches ich gekauft habe. Und unten sind auch noch ein paar in der Wäsche. Also es gibt die einmal in so kleiner noch. Und ich glaube, der blaue ist ein bisschen länglicher. Da könnt ihr mal auf die Größen achten, genau. Ja, das sind die. Und die verlinke ich euch gerne mal in die Infobox. Und geduscht. I'm ready. Ich habe mich fertig gemacht. Ich konnte heute Morgen nicht sprechen, das war zu früh. Aber ich habe mich jetzt fertig gemacht, mir ein Kleid angezogen, das habe ich mal bei Naked gekauft. Und ein Hemd, das ist von
H&M aus dem letzten Jahr, genau. Dazu habe ich die Yves Saint Laurent Cottage Bag angezogen und passend dazu meine Yves Saint Laurent Brosche, die ich bekommen habe, als ich da mal einen Vortrag gehalten habe. Da war ich so, oh mein Gott, woher ist die Brosche? Genau, und jetzt gebe ich mir noch ein bisschen, ich mixe jetzt heute zwei Parfums. Jo Malone's English Pear and Freesia. Das ist so für mich der ultimative Herbstduft. Ach, so ein wirklich andere, also normalerweise würde ich nicht so einen Duft tragen. Und wo ist jetzt Cherie Cherie hier? Oh nee, wir nehmen Rouge Trafalgar. Und meinen Hochzeitsduft von Dior, den Rouge Trafalgar. Symbiose aus Sommer und Herbst. Das ist der Look. Jetzt noch weiße oder beige Turnschuhe an. Und dann sieht es cool aus, hoffe ich. Ich habe jetzt 30 Mal die Jacke umgezogen, jetzt bleibt es bei der. Ich habe mich doch für eine Jeansjacke entschieden. Ist irgendwie doch so ein bisschen noch zu... Es war zu viel für mich. Genau. Deswegen gehe ich so. Yes, ich bin wieder zu Hause. Aber ich habe mich auch schon umgezogen, damit ich direkt wieder losfahre. Wir hatten einen wirklich schönen Tag, muss ich sagen, in Köln. Also wir haben gefrühstückt, dann waren wir in der Stadt, wir haben ein Geburtstagsgeschenk abgeholt. Und danach haben wir noch einen Fliesenladen, da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen. Ja, habe ich ein bisschen auf Instagram gefilmt. Aber ja, ich habe mich jetzt auch schon wieder umgezogen. Das ist mein Look. Ein Kleid von H&M. Das ist dieses eine, ich weiß, ich hatte damals ein Reel damit gedreht. Und dann einfach so eine karierte Jacke drüber und die Chanel Flatbag. Ich glaube, die schwarzen Yeezys oder so anziehen, weil meine Füße tun so weh von diesen Hey Mali-Schuhen. Ich habe da hinten richtige Blasen bekommen. Aber meine Füße sind kompliziert, ihr dürft euch nicht an denen orientieren. Es ist aber wirklich so ein schöner, schöner Herbst. Ab morgen soll es wieder komplett durchregnen und deswegen nutze ich noch den Abend. Ich treffe mich jetzt mit einem Freund, mit dem Ravi und danach treffe ich mich wahrscheinlich noch mit Esra. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Pakete und so weiter. Das werde ich alles im Mittwochsvideo mit euch aufmachen und euch alles zeigen und... Ja, weil ich glaube, sonst wird es hier zu lang und ich komme dann nicht mehr nach mit dem Filmen fürs nächste Video. Deswegen mache ich jetzt hier einen... Cut am Samstag, schneide am Sonntag und dann filme ich wieder von neu. I love you. Danke fürs Zusehen.